Ja, wie sie. Ich habe nirgends zu erhahn auch gehabt. Hanatee. Wir sind hier im Seafood-Restaurant Prisha in Bangsere. Ich muss für meine Tochter ein bisschen Tintenfisch kaufen. Man soll es nicht meinen. Es ist 11:45 und es ist voll. Heute Abend wird es rappelvoll sein. Erstmal Fieber messen und eintragen. Der Fisch kostet 800 Watt pro Kilo. Hier sind lebende Shrimps drin. Auch Shrimps. Rock Lobster. 950 Watt Kilo. Muscheln. Schöner großer Fisch. 1500. Hallo, heute kommt hier eine Pfanne. Verschiedene Sorten von Muscheln. Nochmal Fische, Barsche, Muscheln. Lobster haben. Krebse, super dicke Krebse. Sehr lecker. Kilo 1500. Kleine Krebse. Alles Leben, es kommt nichts Todes auf den Teller. Alles geht nach Gewicht aus dem Aquarium ab in die Küche und dann kommt auf den Teller. Der Fisch 450 bis 500 Euro. Das ist einer meiner Lieblingsspeisen mit Zwiebeln und Ei. Er hat sich die Zange losgemacht. Im gleichen Kampf. Und schaut euch das an, vor 12 Uhr. Wahnsinn. Und immer mehr Leute kommen, der Parkplatz ist voll. Ja, hier vor dem Seafood-Restaurant, wenn man hier schaut, nur die Autos, die hier stehen, kosten Millionen, 5 Millionen, 2 Millionen, 1,5. Hier ist kaum ein Auto unter 1 Million, 2 Millionen. Lexus, 3 Millionen, also Autos ohne Ende. Teure Autos, gut, es kostet ihr auch. Im Prinzip, das Essen ist ja auch nicht für jedermann erschwinglich. So, wir fahren weiter. Ja, jetzt sind wir im gleichen Restaurant, wie wir heute Mittag waren, für meine Tochter was geholt haben. Es ist dunkel raus. Nicht so windig. Restaurant ist nicht voll. Es ist sauvoll. Wir haben uns also ein bisschen was Schönes bestellt. Als einmal ganz normalen Reis. Dann haben wir uns einen Fisch bestellt. Pamuk Kai Kem. Bla Piovan. Und Rock Lobster gegrillt. So, Rock Lobster gegrillt. Rock Lobster ist fast das gleiche wie Shrimp, nur mit mehr Fleisch. Tintenfisch mit saurer Eier, so nennt man, salzige Eier.
und ein Fisch mit Ananas und Tomaten. Erst gegrillt und dann kommen Tomaten und Ananas oben drüber. Mal gucken, was du gleich trinkst. Da hinten ist Pattaya. Also Franz ist ein richtiger Säufer. Ja. Genau. Das ist also ein Rocklobster. Der hat also mehr Fleisch. Hier ist der Kopf. Das andere ist alles Fleisch. So, man bricht nur oben aus mit der Gabel rein und dann holt man das Fleisch raus. Das ist jetzt also ein halber Kilo. Wenn das nicht reicht, wenn wir nicht satt werden, dann bestellen wir eben nochmal nach. Ist kein Problem. Es kommt ja noch mehr. Also das ist unser Fisch. Süß-sauer. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Jetzt warten wir nur auf, jetzt kommt noch Tintenfisch, Ringe. Aber wir warten schon mal auf unser Reis, damit wir schon mal anfangen könnten. Okay. Okay. Jetzt haben wir unser Reis schon mal, dann können wir schon mal anfangen. So, und das ist unser letztes Gericht. Tintenfisch. Mit salzigem Ei, das ist nicht salzig, das ist mit Ei angemacht. Und mit Zwiebelstangen. Dann haben wir also jetzt nochmal hier die Rocklobster. Da haben wir den Fisch. Da haben wir den Franz ein Bier. Und zum Schluss machen wir den Franz an. Ja? Guten Appetit, Franz. Guten Appetit. Jetzt schalten wir ab, nachher zusammen. Auf dem Fisch ist also Ananas. Paprika, Tomate, Gurke, Zwiebel und Zwiebelstange. So, sehr, sehr, sehr lecker. Die Rocklobster schmecken den Franz auch sehr gut. Hast du den Tintenfisch schon probiert? Ja, dabei. Ja, da wollen wir mal gucken, wie der Tintenfisch schmeckt. Und? Sehr gut. Ja, dann geht's weiter. Ja, normal ist unser Franz ja nicht so ein großer Esser, aber heute schmeckt ihm richtig gut. Oder, Franz? Ja. Er ist nicht so ein großer Seefood-Fan. Ja, aus dem Schwarzwald, da gibt's ja nicht so viele Seefood-Restaurant, obwohl wir holen gleich eine Schwarzwälder Torte ab. Wir haben beim deutschen Bäcker eine Schwarzwälder Torte bestellt, die holen wir gleich ab. Die nehmen wir mit nach Udon Thani. Ja, alles weg, Tintenfisch weg. Da ist noch ein Rocklobster für den Franz und noch ein kleines Stück Fisch. Ein Reis, der lässt er vielleicht liegen. Der Franz, der legt bald noch den Teller ab, so lecker war es. Jetzt kratzt die Soße zusammen. Den letzten Rest. Also das Essen muss wohl gut geschmeckt haben. Nebenan sind wieder einige Tische frei geworden. Es dauerte keine 2 Minuten, da waren die Tische wieder besetzt. Franz, leg mir doch ab, nimm mir in der Hand den Teller. Das ist gut. Das ist gut. Dann sind wir gleich mal auf der Rechnung gespannt.
Hier von 100. Bitte? Na, hier von 50, 100, ne? Ja, da unten sitzen noch 50. Hier sitzen, wie viel? 150, 300 Leute. Ja. Und es reißt nicht ab, es kommen immer wieder neue Leute. Jetzt haben wir die Rechnung bestellt. Jetzt gucken wir mal, was auf der Rechnung ist. Sind hier die kleinen Tische, die nicht gesucht sind, wie die großen für die Familie, ne? Ja. Gucken wir mal, was die hier wegtragen. Und also fast wie abgeleckt, ne, Franz? Ja. Es ist also nichts übergeblieben. Bisschen Bier, komm Franz, noch ein Schlückchen Bier. Nee, dann muss ich als Autofahrer noch. Gleich gibt es ja noch Weizenbier, Minimum einen halben Liter bis ein Liter. Ne? Prost, lass uns wieder vertragen. Ja, und dann werden wir uns demnächst als Restauranttester eintragen lassen. So, und jetzt kommt die dicke Rechnung. Was ist es, Franz? 1345. Ja. Umgerechnet 30, 40 Euro. 40 Euro, ja. Ja, 40 Euro für dieses Essen hier. Für zwei Mann und zwei Bier, ne? Ja, zwei große Flaschen Bier, der Fisch, die Rockelobster, ein halbes Kilo, der Tintenfisch, Mais. So. Ja, das ist jetzt, wollen wir noch mal gucken hier, der Laden ist immer noch voll. Ja, dann verabschieden wir uns jetzt und mal gucken, ob wir gleich im Hub filmen dürfen. Wenn nicht, war es das dann erstmal. Bis dann.